Egal, ob es links oder rechts flitzt, egal, ob die Wirtschaft den Bach hinuntergeht, egal, ob die Gesellschaft stöhnt und ein Land restlos an die Wand gefahren wird. Und gänzlich egal, ob die Kollateralschäden der ewigen Lockdown-Maßnahmen mittlerweile die Gefahr des Virus längst überstiegen haben. Sie interessiert es nicht, dass das Monster der Inflation die Preise langsam aber sicher in die Höhe treibt. Egal, ob Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, vollkommen egal, ob die Suizide steigen, deren Häufigkeit von den Medien gänzlich verschwiegen wird. Was kratzt es, die verhärmte und verbissene Kanzlerin, in den letzten Zügen ihrer ruhmlosen Kanzlerschaft, dass die Angst und Panik das Volk psychisch wie physisch krank macht, Menschen den Sinn ihres Lebens angesichts des fortgesetzten Raubes von Freiheit und Existenz langsam verlieren. Was juckt? Wir schaffen das, Angie, der Aufschrei ihrer eigenen Bevölkerung, den Ruf der Kritiker, den sie mit tauben Ohren bereits seit 2015 erfolgreich negiert. Sie zieht ihr einsames Ding durch, weicht keinen Millimeter vom Irrweg ab und schickt Deutschland, eine der ehemals größten Volkswirtschaften, in den Lockdown, weil sie sich das Scheitern ihrer Politik nicht eingestehen kann. Bleibt sie auch weiterhin auf ihrem mörderischen Trip, wie einst 2015, wo sie bis heute der Meinung ist, trotz der Spaltung der Gesellschaft richtig gehandelt zu haben. Ihre Entscheidung, den Lockdown zu verlängern, wird das Volk weiter spalten, die Wirtschaft weiter ruinieren, Kinder weiterhin verängstigen und die Gesundheit der gesamten Bevölkerung vorsätzlich schädigen. Scheibchenweise wird dem Volk das Gift des Stillstands und der teuflischen Abwärtsspirale serviert, von Monat zu Monat der Bürger nur hingehalten, ihm trocken ins Gesicht gelogen. Vorerst, vorerst bis April wird das gesamte öffentliche Leben weiter auf Eis gelegt, der Wirtschaft jede Perspektive genommen, der Alten zur Seite, die politischen Möchtegern-Kriegsminister, die Höllenheizer der Hysterie, Spahn und Söder. Je mehr das Volk in Fußfesseln gelegt, umso mehr die Weltkriegsrhetorik, die Schlacht am Reißbrett der Ministerien geführt wird, umso mehr erhoffen sich diese Paladine des Untergangs einen Erfolg. Zumindest ökonomisch scheint es für die korrupten Gestalten rund um die Regierenden gut zu laufen. Jeden Tag, an dem das Volk die Hände faltet und die Gosche haltet, verdienen die Maskenrafkes. Und für die leere Parteikasse der schwarzen Gierfinger wird schon noch etwas übrig bleiben. Wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte Deutschlands. Das Verlies der Deutschen ist die Inzidenz. Der Reproduktionsfaktor ist mittlerweile out, hat seine fürchterliche Ära verloren. An dieser Inzidenz, egal ob Menschen nun ernsthaft erkranken oder mehrheitlich symptomlos gesund sind, wird das Weh und Heil der Nation gemessen. Man könnte meinen, sich diese Regierung zu ersparen und einfach Mathematiker in die gut gepolsterten Sessel Berlins zu setzen. Und nun geht der Wahnsinn in die Verlängerung. Und ein ganzes Volk schweigt dazu. Eine deutsche Tragödie in mehreren Akten.